Meine Lieben, herzlich willkommen. Ein Interview zu Forsthaus Rampensau. Und wen kann ich da Besseres fragen als dich, liebe Jolina? Ich freue mich, dass du da bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr. Ja, ich freue mich auch. Mensch, du, dein erstes Format. Wie kam es dazu? Kanntest du die Sendung? Hat es dir irgendwas gesagt? Hast du es gegoogelt? Also, ich möchte jetzt mal wissen, wie war es, bevor ihr da eingezogen seid? Ich habe es tatsächlich gegoogelt. Also ich weiß, dass in Österreich, es gab es ja schon zwei Staffeln. Und ich konnte mich daran erinnern, dass Tara damals dabei war. Aber mehr Ja. wusste ich auch nicht. Ich wusste, dass dort gevögelt wurde und das war's. Das wurde es auch in eurer Staffel. Da muss ich auch Ja. gleich nachfragen, weil du bist ja hier der Insider, ja? Ja. Bisher ist Ja. es ja so, dass wir dieses Team Bongo Bongo Insel haben, ja? Und Diogo auf jeden Fall schon mal Bongo Bongo gemacht hat. Flocke dementiert es ja, dass er, dass da was lief. Du warst dabei. Ich war nicht live dabei, zum Glück. Ja, Mein Glück. ja. Also. Aber es gab es halt keine Türen. Und wenn man dann halt im Interview sagt, ja, der kleine Flocko hat gestanden, weiß ich nicht. Also man kann es auch falsch interpretieren oder falsch verstehen, aber weiß nicht, keine Ahnung. Man hat es ja auch im Trailer, also im Trailer oder in so einer Folge gesehen, dass die halt unter der Bettdecke waren beide. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, was wurde denn im Haus Ja. gemunkelt? Wir haben ja nicht alles gesehen, höchstwahrscheinlich. Wir sind ja jetzt mal ganz neugierig. Du darfst jetzt alles hier raushauen. Ja, also wir haben schon vermutet, dass zwischen dem mehr lief als nur ja, kennenlernen, intimes Kennenlernen. Aber ja, keine Ahnung, wenn sich jemand intim kennenlernt und nur eine Sache macht, dann fehlt ja die Hälfte. Dann macht das doch gar keinen Spaß. Muss das volle Paket sein. Jetzt bist du ja da mit deiner Schwester rein. War das für dich klar, dass es da durchaus vielleicht mal so den einen oder anderen geschwisterlichen Konflikt geben wird? Eigentlich war mir das schon klar, dass wir eventuell streiten, weil wir sind halt Geschwister, wir sind Schwestern und ich glaube, bei Mädels ist es noch ein bisschen schlimmer als vielleicht bei Schwester oder Bruder. Aber mein Gott, wir streiten uns auch zu Hause. Wir haben uns erst gestern gestritten, haben dann auch nicht miteinander geredet und da ist jetzt nicht die Welt untergegangen. Und das war halt einfach so, in dem Spiel regt man sich auf, da streitet man sich, aber es ist nicht so wie bei einem Paar, dass man sagt, Scheiße, Forsthaus, Fluch hat zugeschlagen. Also man hat ja auch gesehen, zum Beispiel andere Paare haben sich auch gestritten, das wurde nicht so krass gezeigt schon, aber irgendwie war das nicht so wichtig. Also mir ist ja ein echter Geschwisterstreit lieber zum Angucken, als es irgendeine Fake Love Story, die da mit Gina Lisa und Diogo Ja, mir auch. inszeniert wurde. Also noch mit diesem lächerlichen Date dazu. Wie würdest du das einschätzen? Jeder weiß eigentlich, dass Gina Lisa mit einer Frau zusammenlebt, ja. Wie würdest du das einschätzen? Inwiefern war da vielleicht eine Absprache getroffen oder war es für den Moment vielleicht sogar ein bisschen echt? Also, was war dein Eindruck? Absprache glaube ich nicht. Ich weiß es nicht, aber es kam halt sehr komisch für uns Bewohner, dass auf einmal die da auf ein Date gehen. Ich dachte mir so, ey, was soll? Also, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Wir saßen in der Küche, ich gucke aus dem Fenster, ich so, Leute, wollt ihr mich verarschen, sitzen auf einer Wiese. Also, das war jetzt nicht Überraschung. Ja, also es war jetzt nicht irgendwie das, keine Ahnung, es war jetzt nicht die große Heißluftballonfahrt oder irgendetwas, ne? Keine So. Ahnung, die haben dann ja auch am Tisch in der Küche gesessen und haben auch so geredet, ja, ich möchte auch Kinder und das, ah, wir denken gleich. Also sorry, nur weil ich sage, ich möchte Kinder und mein Partner sagt, ich möchte Kinder, heißt das nicht, wir sind auf einem Level. Ja, also kam dir das jetzt echt vor oder hast du gedacht, naja gut, Jogo möchte jetzt einfach irgendwie nur drucklos werden und Gina Lisa ist so diejenige, die Luft aus den Reifen lässt? Weiß es nicht, also es kam für mich ehrlich gesagt nicht so echt rüber. Weil ich dachte mir halt, okay, danach lässt er sie wahrscheinlich fallen wie so eine heiße Kartoffel. Jetzt frage ich im Gegenzug mal was anderes, weil es gab ja auch diesbezüglich einige Vorwürfe. Wenn du jetzt so siehst, Diogo und Gina Lisa und Jasmin und Philipp, was ist echter? Also jetzt kann ich sagen, echter ist Jasmin und Philipp. Ja, als die sind Ja. zusammen, oder? Ja. Also ich habe am Anfang auch gedacht, okay, kann das wirklich sein, aber
Philipp ist super lieb. Wir haben uns ja auch mit Jasmin danach ausgesprochen und sind cool miteinander. Und ich habe auch ein Vorurteil gehabt, gesagt, okay, ist das wirklich ihr Freund? Aber ich gehe, also nicht, gehe nicht davon aus, aber ich finde die beiden süß zusammen. Die haben sich, glaube ich, gefunden und das finde ich toll. Also ich finde sowas 1000% echt seit Jimmy und Yoga auf einer Wiese mit einer alkoholfreien Flasche Sekt. Stimmt. Sorry. Ja. Es gab Ja. ja einige Spiele, die, also wo ich musste einfach, du hast ja teilweise so eine Mimik gehabt, wo ihr, also es ist ähnlich wie bei deiner Mama, muss ich sagen. Du kannst deine Gefühle nicht wirklich verstecken, ja. Also man sieht sofort, was du denkst. Und am lustigsten fand ich dich mit diesem Jägerhut auf, bei diesem, ey, das sah so funny aus. Das sah so Das funny war so unfair. Das waren Wörter, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. aus. Sprichst du eigentlich Da mittlerweile hätte besser Spanisch als Deutsch? Ich spreche beides gleich, aber man hätte ja auch mal an junge Leute denken können und hätte da irgendwelche Influencer-Wörter hinmachen können, anstatt Libidu und Sto. Woher soll ich sowas wissen? Ja. Also, du kannst ja jetzt auch heute nicht 80-jährige Opas fragen, was heißt Jugendwort, bla bla bla, die denken, hä? Ja, klar, Genau dasselbe. das ist richtig. Frag da mal jemand, was Grinch heißt oder so, ja. Ja, die denken wahrscheinlich Grinch oder keine Ahnung was. Ja. Aber das sah super funny aus. Also ich fand, dass dieser Boah, ich Hut habe hier mich so richtig scheiße gestanden gefühlt. hat. Nee, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Jada rennt da hin und her, welcher Buchstabe ist das? Was weiß ich? Keine Ahnung. Aua. Jetzt habt ihr aber auch in einem Spiel, da war ich richtig, das fand ich richtig, richtig super, gewonnen, und zwar gegen das Team Fitness, was ziemlich erstaunt war, dass ihr zwei ausgerechnet das Team, wie haben sie sich selber genannt, Fit und Clever oder Brain and Fit. Barbie und Ken. Barbie und Ja, Ken. okay. Ja, er gibt mir immer ein bisschen Gay-Vibes. Ich weiß auch nicht warum. Aber. Die sind beide schon nett, also die sind nett, aber ich habe ja auch jetzt, also man denkt immer, okay, wir wissen schon, wir Bewohner, was dort passiert ist. Du weißt natürlich nicht, wie, was sagen die Leute in den Interviews. Also es ist jetzt ja auch, dass wir das erste Mal so richtig Ja. sehen alles. Und ich war so ein bisschen, nicht erschrocken, aber so ein bisschen erstaunt, wie er dann so gesagt hat, dass er das nicht so erwartet hätte, dass wir gewinnen. Also die Chancen sind ja bei jedem gleich. Du kannst ja nicht sagen, der kann das besser. Jemand, der werfen kann, kann ablosen. Jemand, der vielleicht gut im Rennen ist, kann ablosen. Also kann man gar nicht so sagen. Und Ja, ich weiß und nicht, weißt keine du, man Ahnung. kann ja da, weißt du, die haben halt gedacht, okay, sie sind schlau und sie sind trainiert, sie werden alles gewinnen, ja. Und dann wurden sie ausgerechnet von euch geschlagen, ja. Das war für ihn, glaube ich, so ein bisschen demütigend. Aber wir haben ja dann auch nochmal bei diesem anderen Spiel, was ihr da am Küchentisch gespielt habt, Oh. Zitaten. Ich habe Ja. gedacht, die knallen sich gleich eine. Du, ich habe gedacht, ich habe jetzt echt gedacht, ich bin im Exorzist, ja, habe ich mal so kurz gedacht, ja. Also ich saß da in der Ecke. Ich glaube, neben mir war Jada, dann war da Elsa, Cedric, dann da Flocke. Ich dachte, ey, die ballern sich da gleich eine. Ich habe gedacht, ey, und das wegen einem Zitat, wo man nicht dann sagen kann, ja, ich hab's gesagt. Nee, dann kommt, nee, das weiß ich nicht mehr. Nee, Also habe ich nicht. vor allen Dingen, es ist ja on tape, also es kann ja jederzeit Ja. eingespielt werden. Ne? Also da muss ja dann auch mal dran denken, dass wenn so eine Situation Ja. ist, dass die Produktion steht, sagt, oh komm, wir blenden das jetzt gerade nochmal ein, damit es auch jeder nochmal Hat gesehen man hat. ja bei Flocke gesehen. Nee, so hat er das nicht gesagt. Ja, Hast du doch, er doch. ist genauso gesagt. Also, Flocke. das erinnert mich an, ey, Pinocchio. Also Flocke ist schon so ein kleiner Pinocchio, ne? Ja. Ja, Glaube ich auch langsam. also ich meine, ich erinnere mich noch, als wir so über Temptation, über die Staffel relativ viel gesprochen haben, wenn du dich noch erinnerst, ne? Und da fanden wir ihn ja eigentlich so weit irgendwie ganz gut, aber jetzt so, Also der war da ja auch noch ganz nett, aber jetzt hat er Oberwasser, ne? keine, also das ist Höhenflug halt. Also finde ich so, keine Ahnung, wir sind ja nicht alle besser, nur weil wir in einem Format sind. Also sorry, am Ende sitzen wir da nicht alle, weil uns 2 Wochen im Sommer langweilig ist.
Also Diogo hat mir das ja auch ziemlich angekreidet, dass ich ja am Anfang gesagt habe, oh, die sind als schwules Pärchen jetzt da drin. Das habe ich bei Instagram gesehen. Das war der ganz grausam. Das fand er ja ganz schlimm, dass ich das gesagt habe, ja. Dabei habe ich es ja sogar noch korrigiert danach und gesagt, die sind natürlich kein Pärchen. Aber im ersten Moment und ganz ehrlich, wenn du dir mal die Reel anguckst und auch da im Forsthaus, Diogo läuft irgendwo und dann kommt der Flocke so hinterhergehüpft die ganze Zeit, ja. So ist es bei meinem Hund, wenn ich rumlaufe, ja. Also, wie so die kleine Angestellte, die kleine Zofe, ja, ist es so. Ja, ich weiß nicht, zum Beispiel auch bei dem Absägen, wo Flocke uns nominiert hat, hat Diogo noch gesagt, es wurde nicht, ich weiß nicht, ob es gezeigt wurde, ich habe heute Flocke entscheiden lassen, wo ich denke, hä, aber du bist doch in einem Team, du stehst doch dann hinter der Wahl. Ja, also Also. scheidet ja da immer zusammen und sagt, ja, jetzt heute machst du, morgen mache ich, ja. Also ich meine, da hätte ich ja auch was dagegen, würde ich auch meine Meinung sagen, weißt du? Nö, Also. davon kann, bei ihm dem kann nichts. Ich so, okay. Naja. Ja, also ihr seid ja schon mit, würde ich mal sagen, anspruchsvollen Charakteren da drin konfrontiert worden, vor allen Dingen jetzt mal noch im Nachgang. Wir hatten ja Erkan und Stefan, als dieser Cast bekannt wurde, habe ich gesagt, okay, ganz dunkel erinnere ich mich, aber wann war das denn? Dann habe ich ja mal nachgegoogelt, irgendwann 2001, 2000 oder Ende Ey, der. sorry, da war ich 2 Jahre alt. Ja, ich habe gesagt, okay, wer kennt die beiden denn jetzt noch, ne? Und fand die dann auch so ein bisschen, fand in der ersten Folge noch ganz lustig. Allerdings haben die ja dann auf verschiedene Folgen selber reagiert bei Twitch. Und da haben sie ja auch dich richtig gebodyshamed, ja. Also für Ja, diejenigen, ja. die es nicht mitbekommen haben, sie haben dich als Obelix bezeichnet, ne? Ja. Da frage ich mich halt heute, wo meine Entschuldigung geblieben ist. Die kam immer nicht. Ach, echt? Und nö, bei mir haben sie sich nie entschuldigt. Die haben nur in diesem Twitch, glaube ich, Livestream gesagt, das kann ja mal passieren, wo ich denke, ey, sowas kann nicht passieren, sowas machst du auch nicht aus Versehen. Also das ist schon wahrscheinlich deren Denkweise. Ich frage mich dann halt nur, okay, was habe ich Schlimmes gemacht, sagen wir so, dass die dann am Ende quasi so über mich reden oder mich so betiteln, obwohl die im Haus total mucksmäuschenstill waren. Ja, also ich muss dir auch Also. ganz ehrlich sagen, das fand ich halt schon richtig, also war ich richtig schockiert. Ich war natürlich auch über die Ja. Aussagen Sam gegenüber schockiert. Ich Ja, muss das fand ich aber auch auch schlimm, sagen, ja. dass ich diese ganze Sperma-Diskussion völlig dumm fand, ja. Also, ich Ja, aber meine, ich weißt du, was verstehe nicht, ich wie mich kann immer man sich frage, so was ich mich immer frage, aufregen? ja, aber wenn jetzt mal ehrlich, so, wenn ich das jetzt ich würde es jetzt da in der Dusche machen, ja. So, und dann gäbe es da Stell Flecken. mal vor, jemand Dann nehme ich kommt doch die drauf und dann. Handbrause. Ja, aber dann nehme ich doch die Handbrause und mache das, dass das doch nicht verlasst. Ich mache doch automatisch, wenn ich geduscht habe, die Dusche sauber, oder nicht? Vielleicht, aber es denkt ja nicht jeder wie du. Ja. Ja, also ich denke halt so. Ja. Ja, du, aber es denken nicht alle so. Ja, also es war natürlich auch ein bisschen überspitzt. Ich finde schon, dass Sam. Du weißt, ich mag Sam echt gerne, aber so, ich weiß nicht, er hat in vielen Punkten, finde ich, sehr übertrieben da drin. Ich glaube, das Leider, da kommt ist, nach finde ich, ist. draußen. Ich glaube, Bitte. das kommt nach draußen gar nicht so ironisch rüber, wie das dort war. Also Sam hat ja auch selber gesagt, der war dort sehr überspitzt, aber ich fand es so, ich habe mich eher gewundert, wie man sich über so eine Aussage aufregen kann. Und wie er dann so, wie dieser John dann so da, so, man weiß doch, wie Sam ist, man weiß, der sagt Sachen, die sind lustig, der sagt es so, weißt du, was ich meine? Und dann regt man sich da auf und ich denke, boah. Ja, aber ich finde, er hat auch so ein paar Aussagen getroffen, Ich die hätte gerne mal unlustig die waren. Gesichter Also, gesehen, wenn wirklich jemand ausgerutscht wäre. Was ja, wäre dann? das stimmt. Auf der anderen Seite muss ich dir sagen, also das fand ich zu überspitzt, die Situation. Da ist aber auch klar, ich denke, dass Sam natürlich auch da drauf eingestiegen ist, dann nochmal, ne, um da einfach auch ein bisschen mal wieder ein bisschen Feuer zu schaffen, was ja auch wichtig ist für so eine Show. Auf Ja, der anderen natürlich. Seite muss ich jetzt sagen, wenn er halt zu Gina, Lisa und Elsa sagt, ja, ihr seid doch nichts ohne eure Sugar Daddies oder so, das fand ich schon,
Oh, das fand ich schon so ein bisschen, klar, gut, bei Elsa will ich das, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich es jetzt nicht, aber Gina Lisa hat sich ja schon so ihre Karriere selber geformt über die Jahre und ist schon auch lang genug im Geschäft drin. Das fand ich so ein bisschen daneben. Und ich muss dir sagen, dass ich eigentlich die Momente, die Sam so geliefert hat, tendenziell eher von Matthias erwartet hätte. Aber der, finde ich, hat sich ganz gut, also der hat das Format bisher ganz gut gemeistert. Er hat zwar auch so, ja Gott, er hat halt auch mit seiner Mom rumgeschrien, aber das habe ich, kann ich mich jetzt auch nicht von freisprechen, dass ich das nicht auch schon mal gemacht hätte. Naja, also ich habe bestimmt auch schon mit Mama rumgeschrien, finde aber tendenziell auch nicht von einer Elsa-Ordnung. Ich weiß, man steht da vorne bei Nominierung, aber dann kann man auch nicht sagen, ich rede jetzt halt deinen Mund. Also sorry. Wenn das eine 18-Jährige zu dem Sam sagt, der 30 ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, halt deinen Mund, also sorry. Ja, also, weißt du, bei den Nominierungen ist es ja immer so, dass immer jemand was dazwischen sagen wird. Weißt du, wenn er sich selber getroffen fühlt, weißt du, dann muss man auch mit Echo rechnen. Fertig, ne? Das heißt ja nicht, dass alle anderen da schweigen müssen, nur weil man jetzt da vorne irgendwie nominiert eine Münze einwirft oder ein Ding hinbeppt, ja? Also, Ja. du, dann habe ich jetzt nochmal du und Jada. So, Jada ist auch 18, ja, aber 19. 19 jetzt, aber da war sie Ja. noch 18, oder? Genau. Ja. So, also da war sie noch 18. Im direkten Vergleich zu Elsa, viel Das schlauer. ist wie, das sind zwei verschiedene Welten. Das ist Ja. wie Mallorca und keine Und Ahnung. Ballermann, nein. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich habe mir manchmal wirklich gedacht, boah, was hätte meine Mutter mit mir gemacht, wenn ich in einem Format so wäre? Ja, also, Die hätte weißt mir, ich wär nach Hause gekommen und dann hätte sie den typischen Desiree-Nick-Spruch gebracht, ich habe dir beim Packen geholfen. du. Ja, beide habt ihr da auch, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ihr so in einer relativ großen Familie halt auch aufgewachsen seid. Ja, immer auch so für Ordnung gesorgt irgendwie. Also man hat viel gesehen, dass ihr viel da immer aufgeräumt oder geputzt habt und gemacht habt. Ist das so was selbstverständlich ist bei euch oder bei dir? Also ich bin zu Hause, ich bin also jetzt nicht mehr so ganz, aber ich bin sehr faul gewesen zu Hause. Ich habe nicht so viel gemacht. Aber mit den Jahren wurde es langsam besser. Also ich mache jetzt schon viel mehr und habe gedacht, okay, vielleicht kann ich mich mal von der anderen Seite zeigen, ein bisschen mehr sauber machen. Weil wenn du da mit 19, nee, warte mal, 17 Leuten noch mehr bist und keiner räumt seinen Scheiß weg, ey, sorry, ich bin ja nicht die Putzfrau und räume jeden Teller ab und so, weißt du, wie so ein John beim Frühstückstisch, der Teller kann jetzt abgeräumt werden. Also du bist da nicht im Fünf-Sterne-Plus-Hotel. Aber ihr habt da immer frische Brötchen und so bekommen morgens, oder? Ja. Also die haben euch ganz gut versorgt, ne? Gab irgendwie alles, Ja. oder? Es gab wirklich alles. Auch alkoholfreie Sekt. Habe ich aber nicht probiert. Das hätte ich auch nicht probiert. Das schmeckt doch überhaupt gar nicht. Also, Nee, das hätte ich. da gab es auch sogar Red Bull, da gab es alles. Oh, perfekt, siehst du mal. Also da wurdet ihr, ich finde, das ist auch wichtig, weil dann kannst du natürlich auch abliefern, dann kannst du auch performen, dann bist du auch nicht so träge wie jetzt bei Promi BB mit diesem Aushungern. Das finde ich, macht überhaupt keinen Sinn. Also nicht in dem Format. Naja, obwohl es wurden ja Koffein weggenommen, also es wurden Red Bull Kaffee und so weggenommen und auch einmal Zigaretten. Ey, da haben sie sich da mit Kaffeefilter Zigaretten gemacht. Ich hab was gekotzt. Okay. Das war doch wirklich sehr Ich hab's. ekelhaft. Ich habe gedacht, ey. Aber das sind ja, weißt du, die üblichen Strafen, die gibt es in jedem Format Ja, oder fast in natürlich. jedem Format gibt es, das drauf spekuliert, okay, jetzt nehmen wir den Rauchern die Zigaretten weg, ne? Ja, ich fand es zum Beispiel auch überhaupt nicht schlimm, als Sam da seine Schuhe runtergeschmissen hat und Kosmetiksachen weg war. Weil für was soll ich mich denn da schminken, wenn ich den ganzen Tag da nur abhänge? Also. Ich kann nur jedem den Tipp geben, schmuggelt in solchen Formaten. Habe ich nicht gemacht. Hab ich gemacht. Also Ey, als das wurde alles kontrolliert, wirklich. Mein ganzer Koffer wurde ja, dann auseinandergenommen, als hast du ich mein aber Handy schlecht abgeben musste. geschmuggelt. Ich habe kein einziges Ding geschmuggelt, nicht. Ja, also das kann man schon alles machen. Natürlich werden die Koffer kontrolliert. Aber als uns die Zigaretten weggenommen worden sind, damals bei Kampf der Reality Stars, da habe ich schon eine Vorahnung gehabt, weil wir durften ja nicht im Meer schwimmen und Ronald Schill war schön am Schwimmen, ja. Und Oh.
Ja, und dann wurden uns ja die Zigaretten weggenommen. Und da hatte ich ja vorher auf den Toiletten deponiert, im Kleiderschrank deponiert. Also ich habe die ganze Zeit Zigaretten gehabt. Hätte Also. ich, also ich rauche nicht, aber vielleicht sollten sich das einige mal als Tipp nehmen. Man muss auf sowas vorbereitet sein. Also deshalb, ne? Also bevor ich, lieber schmuggle ich da was, bevor ich mir mit Kaffeefiltern ziehe, also Ey, das war so ekelhaft. Ich habe gedacht, das ist doch jetzt nicht euer Scheinsernst. Obwohl, naja, eine Elsa dachte ja auch, hä, wo sind denn meine Marlboro? Mein Management hat gesagt, ich krieg Marlboro. Mein Management hat das gesagt, ich habe gesagt, boah. Sorry. Wer bei Heidi 3 Meter läuft und dann noch Fake-Pelz, erwartet jetzt hier, wow, 5-Sterne-Menü. Aber wollen die mich verarschen? Ich weiß gar nicht, auf was sie sich was einbildet. Ich meine, sie ist ja bei Topmodel jetzt auch nicht wirklich weit gekommen, ja. Also, und vor allen Dingen hat sie ja auch da so ziemlich alles immer in den Sand gesetzt. Ich habe ja die Staffel gesehen mit ihr, ne? Und von daher, ja, was soll ich sagen? Ich Ist. habe es nicht so verfolgt, weil ich bin nicht so der GNTM-Freak. Aber naja. Ah, jetzt freuen wir uns erstmal auf den Dschungel, ja. Forsthaus Rampensau. Was würdest du jetzt so sagen? Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Deine Schwester durch den Stromparcours? Och Mann. Ey, das war nicht mit Absicht, ja. Aber wenn ich sage rechts und sie geht links, wenn ich sage links, sie geht rechts, was soll ich denn da machen? Und du hast dich sogar noch immer in ihre Richtung gestellt, dass du es richtig gesagt hast, ne? Ja, aber wäre das andersrum gewesen, wäre es auch scheiße, weil sie hatten dann Links-Rechts-Schwäche. Dann wäre ich wahrscheinlich auf dem Berg gelandet und hätte da auf einmal, wäre da beim Date noch da sitzen. Weißt du? Also ganz schön. Überraschung. Mir tat ja die Mama von Matthias leid, die da noch mit den Händen reingefasst hat und da drüben. Aber ihr ging es dann auch gut. Ja, aber ich habe erst habe ich gedacht. Dieser Stromparcours war ja nicht mal das Schlimmste und der Elektro-Ding, ich habe einfach diese scheiß Matheaufgabe nicht gecheckt. Ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Also sorry. Ich habe gedacht, hä? Ganz schlimm. Cedric hat ja noch die Grundrechenarten Diogo vorher beigebracht, ja, wo ich mich dann auch frage, der Mann ist selbstständig und dem muss ich jetzt die Grundrechenarten beibringen. Also ich meine, der ist selbstständig, weißt du, hat ein Geschäft, hat Angestellte, also Wer? Diogo. Ach so, ja. Also er sollte ja wenigstens ein bisschen rechnen können, oder? Also wenn ich Ja, bei selbstständig. mir war es halt nicht ganz so schlimm, weil ich hab's einfach, ich dachte, was? Hä? Kuh? Und ich dachte, was? Das war nicht so geil. Aber naja, ist nicht schlimm. Wie war denn so das Feedback für dich im Netz? Weil ich glaube, es gab ja da auch so grundsätzlich einfach Hate oder einfach so, weil man eure Mutter nicht mag, dann mag man automatisch auch die Kinder natürlich nicht. So, ich glaube, ist das öfters schon so gewesen, dass ihr das erlebt habt? Geht eigentlich. Ich finde es grundsätzlich schwierig, eher Vorurteile zu haben, wo du die Menschen nicht kennst. Guckt, Jada und ich mit Jasmin, wir haben sie zur Seite genommen. Bla 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 bla. Okay, Punkt aus Ende. Danach ist ihnen das Thema nicht mehr gefallen. Hat man ja auch Ja, gesehen, das wir haben es gut stimmt. verstanden. Und deshalb finde ich es wichtig, einfach die Person kennenzulernen oder einfach mal. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass mich alle Leute bei Instagram mal irgendwann sehen, aber ja, weiß ich nicht. Ich finde es schwierig so ein bisschen und ich passe da auch ein bisschen drauf auf, ob ich Vorteile habe gegenüber jemandem oder nicht. Aber grundsätzlich, die ersten 2 Folgen im letzten habe ich gedacht, ey Leute, ihr wisst noch gar nicht, was passieren wird. Und diese Kommentare hören irgendwie nicht auf. Und ich dachte, ich habe doch gar nichts gemacht, es ist noch überhaupt nichts passiert. Dritte und vierte war ganz okay. Und fünfte und sechste war gut. Also da kamen schöne Nachrichten und dass wir das toll gemacht haben und wie wir zu unserer Familie stehen und dass Streit total normal ist. Und ich denke mir halt auch, im Sommerhaus trennen sich Paare. Der Forsthausfluch hat noch nicht ganz bei uns zugeschlagen. Obwohl einige sind nicht mal befreundet, bei der anderen ist eine Krise. Und dann denke ich mir, ey, ihr rastet aus, weil sich 2 Schwestern im Fernsehen streiten. Was ist denn mit den ganzen Sommerhausleuten, die sich da, was weiß ich, anspucken vor Jahren und keine Ahnung was. Ja, also da muss ich dir wirklich recht geben. Das ist halt nochmal wirklich auch ein Unterschied. Denn Ja? ihr lebt zusammen auch. Also irgendwann kommt halt, da muss man wieder miteinander auskommen, ja. Und wird dann auch zwangsläufig wieder miteinander auskommen. Und Ja, das ist ja bei klar. einem Paar, die dann getrennt sind, die sind dann halt getrennt. Ne? Das ist nochmal Ja? eine ganz andere Die sehen sich nie wieder und Nummer. das war's. Das stimmt.
Das stimmt. Wie war es so? Hat es dir Lust auf mehr gemacht mit Reality? Also grundsätzlich bin ich für Reality offen, es sei denn Temptation oder sowas würde ich nicht so gerne machen. Oder nicht so gerne, ich würde es nicht machen. Also ich würde mir Gibt da es auch ein denn einen bisschen Partner, Schatten. mit dem du das machen könntest? Nein, hätte ich dir jetzt gesagt, aber gibt es wirklich nicht. Okay, schade, Ich hätte würde es jetzt aber auch gedacht. nicht so als Verführerin oder so auch gar nicht. Also ich bin nicht so für Männer ausspannen. Ist ja Männer ausspannen. Ja, aber es gibt bestimmt Sachen, die ich machen würde, wenn es das Passende ist, würde ich da, glaube ich, nicht nein sagen. Aber ich mache ja gerade auch noch eine Ausbildung, deswegen Bildung ist mir gerade ein bisschen besser als Reality. Das finde ich auch gut. Da bist du ja auch bald fertig. 4 Wochen noch. Ja, es dauert Ne? nicht mehr lange, ungefähr. Na, sehr schön. Dann drücken wir die Däumchen. Danke dir für das Ich erneut danke dir. aufgezeichnete Gespräch, weil das erste hat leider, Leute, meine Technik versagt. Aber wir hatten einen ganz guten Flow. Das fand ich schön. War gut, Ja. was wir gemacht haben. Sei gedrückt und geherzt, wünsche dir alles Gute für das Du neue auch. Jahr. Danke, Und sag gleichfalls. natürlich Grüße an die Family. Und jetzt bin ich auf eure Kommentare gespannt. Wie hat euch Forsthaus Rampensau gefallen? Habt ihr euch schon mal mit euren Geschwistern in der Wolle gehabt? Das würde ich auch mal gerne da unten lesen wollen. Und was ist euch lieber? Fake Love Story oder mal echte Emotionen, echter Streit? Ja? Ja. Ja, so ist es. Ich danke dir, Julina. Ich danke dir. Ciao.